Wie ihr Apps zu den Favoriten hinzufügen könnt beim neuen Philips-Fernseher, das ist das heutige Thema. Los geht's! Wir haben hier das brandneue Modell von Philips, die Serie 8309. Und bei diesen wollen wir Apps zum Bildschirm hinzufügen oder zu Favoriten. Leider Gottes verzichtet hier Philips auf Android, sondern setzt jetzt auf Apps, die eigentlich schon hier installiert sind. Sprich, hier habe ich Apps und die kann ich dann zum Startbildschirm hinzufügen. Einen richtigen App Store auf die Art oder Play Store vermisst man hier. Sprich, diese Apps sind hier vorinstalliert. Ja, und mehr gibt es auch nicht. Es gibt zwar einen Browser, wo man dann surfen kann, aber dass ich sage, ich kann hier Apps herunterladen, das gibt es hier nicht. Ich kann mir dann eine bestimmte Apps oder eine bestimmte App hier aussuchen und diese kann ich dann zu meinem Homescreen hinzufügen. Und wie das funktioniert, eben heute das Thema. Dazu oben auf Apps, hier geht ihr rein und das sind jetzt alle Apps, die auf den Fernseher installiert sind. So. Und wie ihr sehen könnt, auch hier gibt es keinen richtigen App Store oder Play Store, wo ich mir verschiedene Apps herunterladen kann, sondern diese sind drauf und das war's auch schon. Diese sind dann nach Kategorien sortiert, aber mehr ist es nicht. So, angenommen, ich möchte jetzt eine App zu meinem Startbildschirm, wie zum Beispiel diese hier, dann die OK-Taste drücken, zu Favoriten hinzufügen und schon wird diese zum Homescreen hinzugefügt. Und das seht ihr jetzt hier. Diese kann ich jetzt mit den Pfeiltasten verschieben. So, wieder OK-Taste drücken und schon habe ich sie eingefügt. Möchte ich jetzt aber diese App wieder löschen, lange auf die OK-Taste gedrückt halten und dann runter auf das X und das war es auch schon. So könnt ihr Apps auch verschieben, sprich OK-Taste lange gedrückt halten und jetzt mit den Pfeiltasten zur gewünschten Position und hier wieder die OK-Taste drücken. Schon habt ihr die App verschoben. Möchtet ihr diese App löschen, wie gesagt, lange drauf bleiben, einmal nach unten und X. Das funktioniert natürlich nur bei den Apps, die hier nicht schon vorinstalliert sind, sondern die App, die ihr heruntergeladen habt oder vorher zu den Favoriten hinzugefügt habt. Meiner Meinung nach ein Rückschritt, wie gesagt, es gibt hier keinen App Store, keinen Play Store mehr, dass man sagt, ich möchte jede x-beliebige App herunterladen. Nein, sondern diese sind vorinstalliert und die kann ich mir dann zum Homescreen hinzufügen. Und das war es aber auch schon. Solltet ihr Fragen dazu haben, verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Wir sagen danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.